zu meinem Stream. Heute ist der 27.04.2021 heute war Sonja da und die Volkshilfe. Meine Haare sind frisch gewaschen, auch wieder mit Shampoo diesmal, also mit Flüssig-Shampoo, damit sie sich wieder ein bisschen vitalisieren, weil da mehr, wie heißt das, Silikone drin sind und jetzt werden sie auch immer weicher und schön sauber und ich werde das feste Shampoo auch wieder benutzen, aber erst beim nächsten Mal, also am Montag. Und Sonja war da heute ab 1. Wir waren zweimal spazieren, circa 1,5 Stunden. Und waren draußen, haben geraucht, haben getratscht, haben uns zerkugelt. Es war ein richtig schöner Tag. Sie hat mir die Nägel gemacht. In so Rosé. Aber diesmal ohne Muster, weil das schon an sich glitzert. Und wir waren beim Pipa und beim Spar Kaffee kaufen und haben die Katze gesehen, die immer am Einkaufszentrumsparkplatz herumläuft. Sie dürfte trächtig sein, weil sie einen ziemlich runden Bauch hat. Das ist eine recht kleine Katze, für ihr Alter, wenn sie schon trächtig ist, wenn wir uns nicht täuschen. Vielleicht ist sie auch noch vollgefressen. Oder, aber wir haben zumindest keine Narbe gefunden, dass sie operiert wurde oder so, weil da kann der Bauch auch zum Hängen anfangen, aber die dürfte trächtig sein und die besuchen wir immer. Die läuft meistens am Einkaufszentrumsparkplatz herum und ist sehr zutraulich und sehr verschmust und Katzen mögen mich meistens eher weniger, weil ich nach Medikamenten rieche. Also unser Kater mag von mir gar nicht angegriffen werden und meine eigene Katze, die vor einem Jahr gestorben ist, wollte von mir auch nicht angegriffen werden. Die hat mich eher immer gebissen. Ich meine, der war sehr affektiert, der Kater, aber und schon gar nicht zutraulich. Aber bei keinem, also er hat sich von niemandem streicheln lassen. Aber er hat mich immer gebissen. Und die Draußenkatze, die wir jetzt noch haben, Seki, der ist eigentlich schon zutraulich, aber er mag sich von mir nicht angreifen lassen, obwohl ich ihm noch nie was getan habe. Und es wurde mir gesagt, dass es sein kann, dass Katzen mich nicht mögen, weil ich nach Medikamenten rieche. Und das ist schon ein anderer Körpergeruch, den man dann hat, wenn man Medikamente nimmt. Zumindest bei denen, die ich nehme. Das merken Menschen nicht, aber Katzen riechen das. Und diese Katze aber ist sehr zutraulich, sehr verschmust und kommt immer, wenn wir dort stehen, unseren Kaffee trinken und eine rauchen. Und die mag mich und die lässt sich auch hochnehmen und sie sieht einfach hübsch aus, sie ist voll schön und es
Sonja hat ja eine Katzenhaarallergie und auch eine leichte Hundeallergie. Und darf Zeki und Charlie nicht zu viel angreifen, weil sie sich ja auch putzen und sie hat eine Speichelallergie. Und letztens hat sich Zeki zu Sonja auf die Bank gesetzt und hat sich minutenlang mit ihr mit der Weste streicheln lassen. Sie hatte die Hand in der Weste und hat ihn so gestreichelt. Mit der ganzen Hand in der Weste, damit sie keinen Speichel von ihm abkriegt. Und er hat es bei meinem Vater sehr zutraulich, bei uns eher nicht, aber er hat sich minutenlang streicheln lassen von ihr, obwohl sie für ihn eigentlich eine Fremde ist. Und es hat mich auch sehr verwundert. Auf jeden Fall haben wir heute Nägel gemacht, waren zweimal spazieren und haben auch mit der Katze gespielt. Und es war richtig warm heute. Also nicht richtig heiß, aber warm. So 15, 16 Grad. Und wir hatten viel Spaß und haben uns gut unterhalten. Und das nächste Mal kommt sie am Dienstag wieder. Dienstag, Mittwoch. Und auf das freue ich mich schon. Daniel kommt am Montag wieder um 13:30 Uhr, weil ich um 1 Katheter tauschen bin. Und nächsten Donnerstag um 11 Uhr habe ich bei Christoph einen Termin. Nachmittags kommt Daniel. Sonst gibt es nicht recht viel Neues, aber es hat mir also richtig gut getan, dass wir zweimal spazieren waren. Und die frische Luft und die Sonne. Und die netten Gespräche hat mir richtig gut getan. War endlich mal Abwechslung. Und ja, es hat mich sehr gefreut. Es soll ja nach dem Wochenende wieder schlechter werden. Leider. Aber ich hoffe, dass es nicht so lange, also der Regen und das kalte Wetter, nicht mehr so lange anhalten oder vielleicht doch noch umschwenkt, weil ich habe genug von Trübsinn und Schlechtwetter. Und der Lockdown soll ja am 3. auch zu Ende gehen und am 13. oder 16. sollen die Gastronomen wieder aufsperren. Und am 7. habe ich meine zweite und hoffentlich letzte Corona-Impfung. Dann falle ich eh wieder eine Woche aus. Aber ich hoffe, dass das alles gut geht und dass das der letzte Lockdown war, auch wenn ich es nicht glaube. Hoffe ich es sehr und freue mich auf den Sommer, wenn es immer so warm ist oder wärmer. Und ja, ich habe genug von Schlechtwetter und nicht raus können und alles. Weil das ist schon ganz schön anstrengend, wenn man nicht arbeiten geht. Und gestern habe ich heute nicht geschrieben und gestern auch nicht. Aber vielleicht morgen, dass sie für Montag Zeit hat. Heute ist Samstag. Morgen möchte ich nicht recht stören, aber vielleicht kann ich ihr kurz schreiben, dass sie mich
mich anruft am Montag und mal schauen. Blöd, dass ich das gestern nicht mehr einrichten konnte. Weil da hätte ich eigentlich den ganzen Tag Zeit gehabt. Sonst überlege ich gerade, was ich noch erzählen könnte. Ja, Christoph hat mir von einem Zeitungsartikel erzählt, wo eine junge Frau Mauer angeklagt hat über schlechte Behandlung und nicht aufklären von Medikamentennebenwirkungen und das Fixieren und Nidespritzen bei Selbstmordgedanken oder Selbstmordabsichten. Das verstehe ich schon. Ich verstehe, dass sie das anklagt, aber ich verstehe auch, dass Mauer da eine gewisse Pflicht hat. Und die wäre ganz interessant für mein Buch. Aber da wird man wohl nicht rausfinden können, wie die im Nachnamen heißt. Und somit ist es wieder hinfällig. Und ja. Ich warte jetzt mal eine Woche, vielleicht findet Christoph dir auch den ganzen Namen raus. Und ich kann sie anschreiben oder anrufen. Und dann bin ich gespannt, ob daraus mehr wird. Sonst fällt mir gerade nicht so viel ein. Ich habe jetzt zweimal über 200 Leute im Chat gehabt und auch was verdient mit Twitch. 28,28 Euro. Und natürlich war mir das klar, dass es nicht jeden Tag so laufen wird. Aber das hat mich irrsinnig gefreut und der Zuspruch. Und vielleicht kann ich jetzt so etwas später streamen in Zukunft und etwas Geld dazu verdienen mit den Donates. Aber ich möchte nicht irgendwie die Leute aufrufen, um mich zu spenden, weil irgendwie habe ich da ein schlechtes Gewissen, weil ich kann nichts zurückgeben. Und das wäre irgendwie einseitig und das fände ich nicht gut.
Sonja hat mir übrigens ein Arbeitsmodell vorgestellt, wo ich freiberuflich arbeiten könnte. Ich könnte mich um Grafik und E-Mail-Sachen annehmen, die bezahlt werden von Firmen, die das abgeben. Outsourcen nennt man das. Und freiberuflich E-Mails beantworten und Grafiken erstellen und so, solche Sachen. Ich weiß aber nicht, ob ich. Erstmal habe ich eine total schlechte Rechtschreibung. Und zweitens weiß ich nicht, ob meine Fähigkeiten dafür so ausreichend sind. Und wie viel ich auch dafür verlangen könnte. Obwohl ich schon überlege, ob ich das mache. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wer wird das schwarz bezahlen? Und ein Gewerbe anmelden kann ich nicht, weil ich sonst meine Pflegestufe verliere. Und das ist halt blöd. Aber die Idee an sich, outgesourcete Sachen zu machen, für die Firmen keine Zeit haben, finde ich schon gut. Aber ich wüsste gar nicht, wo ich mich dann bewerben soll. Ich wüsste auch nicht, wie ich das machen soll, wenn ich jetzt auf YouTube auf einmal 1000 Abonnenten hätte, müsste ich dafür ein Gewerbe anmelden, um Geld zu verdienen. Und bin von den 1000 Abonnenten noch so weit entfernt wie der Mond von der Erde. Aber selbst da hätte ich ein Problem mit meiner Pflegestufe.
Das ist auch der Grund, warum ich YouTube nicht hauptberuflich machen möchte. Oder nie machen würde. Und die Einnahmen bei Twitch gelten als Spenden. Die muss man nicht versteuern. Zumindest ab einer gewissen Summe erst. Soweit ich jetzt informiert bin. Na gut. Ich bin schon bei 21 Minuten. Länger werde ich heute nicht machen. Ich freue mich auf Montag und Dienstag und Mittwoch. Und hoffe, dass das Qualitätswechsel nicht wehtut. Und melde mich dann gegebenenfalls morgen oder übermorgen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen. Ciao, Ines.